So, Freunde, und damit geht es auch schon wieder weiter. Willkommen zurück bei Ultima 9 Ascension. Wir stehen hier in Britain an dem Bindepentagramm und wollen jetzt noch den Blitzzauber erlernen. Dafür haben wir noch genug Rohstoffe dabei. Ich will jetzt aber gerade noch mal schauen, was es denn eigentlich war, was wir brauchen. So, da haben wir da auch schon den Blitzzauber. Schwarzperle, Alraune, Schwefelasche. Und der Zauberspruch ist Ortgraf. Mal gucken, ob mein Gedächtnis langt, um das zu merken. So, ich gehe nochmal gerade ein Stück näher dran. Jetzt suchen wir mal, das ist die Alraune. Schön mittig, Schwarzperle, Schwefelasche. Wo ist das, das hier? Ach, den Blitzzauber brauchen wir natürlich auch. Können wir gleich hier auch hinlegen. So, Schwefelasche ist da, genau. Und der Zauberspruch war Ortgraf. Ortgraf. Oh yes. Es hat funktioniert. Wir können gerade mal schauen hier. Und da ist er auch schon. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Reagenzien erzeugen. Dafür fehlen uns natürlich jetzt die Reagenzien. Ich will gerade mal noch was schauen. Wir haben nämlich diesen Zauberspruch dabei. So, das ist dieser hier. Reagenzien. Nee, wo ist er denn jetzt? Schriftrolle Licht, Kristallwall. Reagenzien erzeugen. So, und uns fehlt aber die Alraune. Die haben wir nämlich jetzt verballert. Nachtschatten. Ansonsten haben wir alle Rohstoffe dabei. Das heißt, wir können uns das jetzt überlegen. Und ich habe es mir schon überlegt. Wir werden jetzt ganz kurz in Buccaneer Stan vorbeischauen. Bei diesem Händler, diesem Gildenhändler. Und werden dort versuchen, die fehlende Alraune zu beschaffen. Ich weiß, ihr wollt immer Action sehen, aber ich denke mir, komm, wir machen das jetzt mal. Was war denn das jetzt hier? Seid gegrüßt, Herr, vergebt diesen Gefühlsausbruch, aber meine Familie wurde von vielen tragischen Vorfällen heimgesucht. Unser Sohn ist weggezogen und wir haben nichts von ihm gehört. Und jetzt braucht der Rest von uns dringend Schlangenwein, aber es steht keiner zur Verfügung. Was sollen wir tun? Ich fürchte, wir sind alle verdammt. Es tut mir leid, dass ich im Augenblick nichts für euch tun kann, aber ich werde zusehen, ob ich nicht etwas Schlangenwein auftreiben kann. Danke, edler Herr, hab Dank. Naja, ich habe zwar welche im Inventar und wie ich gerade gesehen habe, steht hier auch einer. Schlangengift. Ich will gerade mal schauen. Schlangengift. Ne, das ist der. Ja, und jetzt? Seid gegrüßt, Herr. Ich krieg das mal gerade durch. Mir leid. Danke. Ja, und wenn ich dir jetzt per Drag and Drop das gebe, das haben wir schon mal probiert, deswegen steht auch dieser Schlangenwein da. Na. Das hat dir nicht gefallen. Das möchtest du nicht haben. Okay. Wenn du es nicht haben möchtest, dann ist das halt so, ne? Wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Buccaneer Stan, auch wenn es diesmal wieder keine Action sein wird. Aber es sollte ja relativ schnell funktionieren. Das ist übrigens der zweite Versuch, diese Folge aufzunehmen. Die erste ist mir nach 17 Minuten abgestürzt. Hab natürlich wieder nicht gespeichert. Und deswegen nehme ich diese Folge gerade neu auf. Ansonsten hätte ich es zusammengeschnitten, wenn ich gespeichert hätte. Aber gut. Vielleicht klappt es ja diesmal besser. Es hatte eh was nicht geklappt beim letzten Versuch. Und zwar standen wir dann wieder vom Bindepentagramm hier in Britain. Die Zutat hatten wir bekommen beim Händler in Buccaneer Stan, aber mein Feuer wollte nicht mehr. Ich konnte dieses Bindepentagramm nicht mehr erzünden. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht oder so. Ich weiß nicht. Ich probiere es jetzt auf jeden Fall nochmal. Wir müssen jetzt einfach nur noch neue Alraune kaufen bei diesem Händler. So. Sind wir relativ schnell hingefahren. Wohin möchtest du jetzt gehen? Nach Buccaneer Stan, meine Nach Liebe. Nach Buccaneer Stan. So, sehr schön. Ja, das machen wir jetzt. Und dann schauen wir mal. Wenn wir das jetzt haben, wenn wir diesen letzten Zauber noch erlernt haben, was heißt letzten Zauber, es gibt noch sehr viele zu erlernen, aber zumindest mal Reagenzien erzeugen, denn dann hätten wir alle Probleme gelöst. Dann könnten wir eigentlich einfach immer so lange zaubern, bis unser Mana leer ist. Und irgendwann wird schon die richtige Zutat kommen. Ich glaube, das Ganze wird zufallsgesteuert. Deswegen wäre es wichtig, wenn wir diesen Zauber sprechen könnten. Gut. Jetzt sind wir schon beim Haus der Gilde, also geht alles relativ fix. Willkommen. Er steht wieder auf seinem Tisch hier und freut sich.
Du darfst auch mit mir reden. Ja, da muss ich gerade noch was überlegen, keine Ahnung. Ich habe immer so das Gefühl, immer wenn die auf den Tischen stehen, dann braucht das alles ewig lange, bis die reagieren. Ich kann jetzt auch nichts tun im Moment. Seid gegrüßt, Bruder. Ah. Was kann ich heute für euch tun? Seid ihr vielleicht gekommen, um einige Einkäufe zu machen? In der Tat, mein Freund. Lasst mich sehen, was ihr anzubieten habt. Ausgezeichnet. Wie ihr seht, ist meine Auswahl recht reichhaltig und vielseitig. So, und er hat nämlich hier schicke Alraunen, da kaufen wir gleich mal zwei Stück. Unsichtbarkeit hat er auch. Ja, auch eine geile Sache, ne? Ich weiß nicht, ob wir den haben. Ach komm, wir kaufen den einfach. Ist doch scheißegal. Dann hat er hier noch Atem des Mana. Ist bestimmt auch selten bei dem Preis. Sehr gut. Habt ihr sonst noch einen Wunsch? Aber ich habe ihn jetzt trotzdem nicht gekauft. Hab Dank, aber ich muss jetzt dahin ziehen. Jo. Sehr schön, mein Freund. Wir hauen wieder direkt ab nach Britain. Und dann, sofern es funktioniert, werden wir den letzten Zauber Reagenzien erzeugen, erlernen. Und dann werden wir uns wieder auf den Weg machen nach Paws. Beziehungsweise, stimmt gar nicht, ich will ganz kurz vorher nochmal in Lord Britis Schloss vorbeischauen und diese Reagenzien und so rausfeuern, damit wir wieder mehr Platz im Inventar haben. Wohin möchtest du jetzt gehen? Immer noch nach Britain. Nach Britain. Dann haben wir 3 oder 4 Folgen verballert, nur um diese Zauber zu erlernen. Aber okay, es soll mir recht sein, denn wir haben uns ja bisher in den letzten 60 Folgen oder knapp 60 Folgen, glaube ich, sind es mittlerweile, oder sogar schon mehr, ich weiß gar nicht mehr, haben wir uns ja nie drum gekümmert, es sei uns gegönnt, mal 4 Folgen lang Zauber zu erlernen. Dann wissen wir wenigstens, wie es funktioniert. So, ich gehe jetzt zurück, ich werde vorher mal speichern, bevor da wieder irgendwas schief geht. Bringt mir eure Spenden. Später, mein Freund, später. Heute ist es übrigens auch sehr, sehr flüssig hier. Also jetzt nicht hier, weil da irgendwo ein Wasserfall läuft oder so, sondern vom Bildaufbau her. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es gerade Nacht ist. Da ist halt die Sichtweite sehr bescheiden, alles ist schwarz. Und da ist dann wahrscheinlich der Bildaufbau auch wesentlich schneller. Aber auch hier, wie gesagt, das ist sowieso immer nur während der Aufnahme so ein bisschen ruckelig. Ansonsten ist es wirklich butterweich. Naja, okay. Ja, nimm dein Schlangenbein. Wie wär's damit? Na, kommt der denn her? Ich weiß, den haben wir schon öfters erledigt. Der taucht hier aber immer wieder auf. Immer wieder steht er hier aufs Neue. So, und bevor wir jetzt zur Tat schreiten, werde ich nochmal abspeichern. Mittlerweile ist es auch mitten in der Nacht. Wir können uns gerade mal den Sternenhimmel hier betrachten. Der leuchtet in allen möglichen Farben. So. Speichern. Dann habe ich einfach nur 1 genannt, den letzten Mal. 153 ist es. Wir nennen das jetzt mal um. Nee, können wir gar nicht umnennen. Okay, dann ist es wieder 1. Sehr schön. Okay, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen alle Zutaten. Die packe ich mal da rein. So. Reagenzien erzeugen. Und alle Zutaten, die es gibt. Alraune. Schwarzperle. Blutmoos. Nachtschatten. Wo ist der jetzt hin? Habt ihr gesehen, der ist da irgendwie, der liegt da gar nicht, ne? Man kann hier zwar sehen, aber komisch. Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Was brauchen wir noch? Schwarzperle haben wir schon. Schwefelasche brauchen wir noch. Spinnenseide. So. Ich glaube, das war es schon fast, ne? Blutmoos haben wir schon. Ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Na super. Haben wir da jetzt einen vergessen? Ich muss da mal anders. Und wieso sieht man die Alraune nicht? Wie gesagt, ich hatte die Folge schon zweimal aufgenommen. Beziehungsweise das ist jetzt der zweite Versuch, die Folge aufzunehmen. Dann ist mir an dieser Stelle abgestürzt und da habe ich auch die Alraune nicht mehr gefunden. Man sieht es zwar noch angezeigt hier. Ja, die Nachtschatten meine ich. Steckst du nochmal in mein Inventar, steckst du nochmal dahin. Jetzt habe ich sie aus Versehen eingesteckt. Der Hund frisst mir jetzt hoffentlich nicht die Kräuter hier vom Bindepentagramm. Aber die Alraune verschwindet immer.
mal, ich will mich gerade mal umdrehen. Da unten laufen auch Leute rum. Also ist ja nicht so, dass ich hier was Verbotenes tun würde oder so, aber es macht mich doch etwas angespannt. Ich will es nochmal durchziehen. Schwarzperle 1. Alraune 2. Nachtschatten 3. Schwefelasche 4. Blutmoos 5. Was haben wir denn jetzt vergessen? Spinnenseite liegt doch auch hier. Komm, wir probieren es einfach mal. Das wird schon schief gehen. Wir haben ja abgespeichert, ne? Wir haben ja abgespeichert. So, ich wollte dahin gehen. Reagenzien erzeugen. In Ort Ülem. Auf geht's. Dann zeig mir mal. In Ort Ülem. Hm. Es wird wieder gelöscht. Das gleiche wie vorhin. Und irgendwann ist mir dann das Spiel abgestürzt. Keine Ahnung. Ich lade jetzt nochmal rein. Wir machen das jetzt nochmal. So, diesmal machen wir es etwas geschickter. Nein, nicht speichern, um Gottes Willen. Laden. So, wir tauchen an dieser Stelle wieder auf. Da ist das Bindepentagramm momentan noch befreit. Und wir machen das jetzt mal absolut korrekt. Ich werde mir das nämlich jetzt im Inventar mal sortieren. So. Packen wir das auch rein. Nein. Da. Ja, da kannst du es mal jetzt liegen lassen. Jetzt brauchen wir noch Spinnenseide. Schwefelasche. Ach, siehst du, mein Knoblauch hatte ich gar nicht. Mein Knoblauch hatte ich gar nicht. Und mein Ginseng glaube ich auch nicht, ne? Beziehungsweise, warte mal. Ginseng, haben wir Ginseng? Wo ist denn der Ginseng? Haben wir gar kein Ginseng mehr dabei, oder was? Da ist Ginseng. Den haben wir nämlich auch vergessen gehabt. Hab nämlich gar nicht so falsch gezählt. So, den packen wir jetzt da rein. Und den holen wir raus. Reagenzien erzeugen. So, das ganze Programm, das schmeißen wir jetzt hier schön auf das Bindepentagramm. Das werden wir mit hinlegen. Eins, alles schön in die Mitte gefeuert. Zack. Und zack. Und zack. So. Okay, jetzt liegt aber definitiv alles da. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze zu entzünden. In Ort Ülem war das, ne? In Ort Ülem. Ja, da war das einfach verbuggt, weil da Reagenzien gefehlt haben. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum mir die Folge da vorher abgestürzt ist, aber okay, so. Jetzt werde ich mal speichern. Und zwar mit der richtigen Nummer. Das ist die 154. So, K154. Und wir hatten gesagt, wir gehen nochmal ganz schnell zurück in Lord Brithys Schloss. Da legen wir uns auch nochmal in die Falle, also ins Bett. Bevor wir dann morgen, also jetzt hier im Spiegel morgen, zur Tat schreiten und zum Dungeon gehen. Ich bin mal gespannt, ob das auch funktioniert oder ob uns Mana fehlt. Warte mal, wo geht's denn hier? Da, wir sind doch irgendwie falsch hier gelandet. Wir müssen in diese Richtung. Man sieht es auch gar nicht. Es ist nicht nur flüssiger im Dunkeln, es ist auch verwirrender. Ich bin mal gespannt, ob das geht oder nicht, dass wir vom nächsten Problem stehen. Und zwar, dass wir kein Mana mehr haben oder so, dass das Mana nicht ausreicht. Wäre natürlich auch der Knaller, ne? Wenn das jetzt noch passieren würde. Aber ich glaube, das langt. Notfalls haben wir ja Tränke dabei, mit denen wir unser Mana wieder erfrischen können. Ich hoffe auch, ihr konntet in dieser Folge überhaupt was sehen, denn ich spiele ja die ganze Zeit schon nachts. Und bei YouTube ist es manchmal so, dass das Bild irgendwie noch dunkler ist. Ich kann hier selbst auf meinem Monitor es eigentlich ganz gut erkennen. Aber ich weiß, dass manchmal das Bild auf YouTube echt richtig dunkel ist. Ich hätte auch meine Krone anziehen können, aber ich habe das leider auch vergessen. Naja, egal. Jetzt wird es eh heller in dem Zimmer. So, wo packt man denn mal hier die Reagenzien hin? Da packt man sie hin. So. Das packen wir da hin.
dass die immer verschwindet. Merkt ihr, die ist vielleicht irgendwie verbuggt oder so, ne? Ich packe hier jetzt auch mal die Zauberschriftrollen hin. So, dahin. Nächste. Zack. Ich baller das alles hier auf den Haufen, ist mir jetzt egal. Wir bauen jetzt ein schönes Türmchen hier. So, das. Hier haben wir auch noch jede Menge Schwarz. Die Schwarzfelsen nehme ich nochmal mit. Wer weiß, vielleicht laufen wir wieder irgendeinem Schmied. Begegnen wir wieder irgendeinem Schmied und dann haben wir kein Schwarzfels dabei. So, das Schild packe ich auch wieder dahin. Jetzt noch die hier und dann war es das auch schon gewesen. Dann haue ich mir ins Bett. Beziehungsweise wir müssen noch die Spells neu anordnen. So. Okay, sehr schön. Mal ganz kurz gucken, ob das auch alles richtig ist. Jawohl. Okay. Gut, passt. So, jetzt anordnen. Reagenzien erzeugen. Ach, das ist ja doof, ne? Kannst du gar nicht beides auf einmal machen. Ich wollte das hier direkt. Machen wir das mal dahin. Da ist kein Platz mehr. Dann packen wir hier. Ja, nehmen wir die Tasche auch noch für Heiltränke und so ein Zeugs. Weil wir brauchen nämlich jetzt ein bisschen mehr Platz hier. Reagenzien erzeugen machen wir mal hier. So, sanfte Heilung machen wir hier hin. Beziehungsweise habe ich auch die richtige Heilung. Weiß gar nicht mehr, ob wir das gelernt haben. Wo sind die? Unsichtbarkeit da oben. Da hätten wir jetzt vielleicht auch noch lernen können, ne? Nachtschattengewächs und Blutmoos. Natürlich, scheiße. Naja, ist egal jetzt. Ich suche gerade mal die richtige Heilung. Feuerball. Den werden wir mal... Ja, super. Da langt schon der Platz nicht mehr, ne? Feuerball. Wir tun das jetzt mal hier. Ach, super. Immer schließt er sein blödes Buch hier. Den Feuerball packe ich hier hin. Und ich glaube fast, ich kann die auch wegbarren hier, ne? Windstoß. Das ist Löschen. Stein. Steine brauchen wir gar nicht mehr. Was war denn das? Windstoß brauchen wir auch nicht. Ja, lass es verschwinden, ey. So. Feuerball. Jawohl. Dann haben wir noch den Blitzzauber gelernt. Ach, der war doch wieder ganz vorne. Ihr Leute, ich spiel langsam kaputt hier. Da. Sanfte Heilung haben wir hier schon reingeballert. Licht. Kann man da hinballern. So, was fehlt mir jetzt noch? Was haben wir noch? Die starke Heilung, das wäre auch was, ne? Aber wo ist die denn? Seht ihr die? Ich sehe die gerade nicht. Vollgas. Eissturm, Tod, Gewitter, Flammeninferno, Erdbeben. Sag mal, bin ich jetzt ein bisschen doof oder was? Heilung, Anox. Haben wir nicht gelernt. Knoblauch, Ginseng. Naja. Okay, war nur die sanfte Heilung. Dann können wir hier nochmal einen Heiltrank ins Inventar ballern. Und ich glaube, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet. So. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh wieder. Schön mit Schild. Ich gucke wieder auf die Tür. Vielleicht sehen wir ja, wenn es wieder hell wird. Ich weiß nicht, ist es jetzt hell? Ja, man sieht das hier nicht so, ne? Man sieht zwar, dass sich das Licht verändert, aber ob das hell wird oder nicht, keine Ahnung. Naja, aber ich glaube, wir sind ganz gut ausgerüstet jetzt für den nächsten Dungeon. Wir können uns heilen, notfalls auch mit Zauberspruch. Ja, es ist hell draußen. Gut, Freunde, dann machen wir uns jetzt diesmal aber wirklich auf den Weg zum Dungeon. Guten Tag, ja, guten Tag auch. So, und wenn wir jetzt hier in Britain rauskommen, dann werde ich direkt auch mal speichern. Oder nochmal speichern. Ich bin wirklich mal gespannt, ob das dann so funktioniert. Ich hoffe es jedenfalls.
Ansonsten haben wir echt ein Problem, weil dann weiß ich nicht mehr weiter. Aber ich glaube, es funktioniert so. So, speichern. Überschreiben. 164. 164? Das war doch 154. Naja, okay, haben wir jetzt 10 Stück übersprungen. Na super. Falsche eingegeben. Ist egal. Tja, jetzt müssen wir wieder spazieren gehen. Ah ja, und es ruckelt auch wieder ein bisschen mehr. Also es hat tatsächlich an der Nacht gelegen. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, ne? Dass ich hier nicht noch mehr Zaubersprüche gelernt hätte. Oder habe. Unsichtbarkeit. Die ganzen anderen schönen Sachen. Naja, okay. Es ist ja nicht, ist ja noch lange nicht vorbei, das Spiel. Wobei wir jetzt so, Entschuldigung, ungefähr 3/4 des Spiels erledigt haben. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, 80% oder so. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass der letzte Dungeon, in dem wir waren, richtig schwierig war. Bin mal gespannt, wie es hier ist während der Aufnahme. Es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Ja, wo ist die Spinne? Ich kämpfe da mit der Ratte. Ist aber nur eine kleine Spinne. Das war doch immer sonst eine große. Naja. Was weg ist, ist weg. Wir gehen hier die Abkürzung. Und es wäre natürlich richtig geil, wenn das jetzt klappen würde. So. Jetzt müssen wir gleich wieder durch das Dunkle durchlaufen. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Ich bin da sehr zuversichtlich. Hey, Alter. Guck mal, der hat es noch gar nicht gemerkt hier, dass wir da sind. Arme Kerl. Schön eine mit dem Dolch verpasst bekommen. Beziehungsweise mit dem Schwert. So, da muss springen, genau. Da war was. Und jetzt müssen wir gleich wieder zu diesem dunklen Raum kommen. Da ist er auch schon. Da muss ich mal mein Schwert wegpacken, sonst kann man da nicht richtig klettern. Ja, super. Da. Ich weiß, ich habe auch eine Krone dabei. Die könnte man benutzen. Ich glaube, ich muss sie auch benutzen. Denn ich sehe momentan gar nichts. So, F12. Geht nicht. Müssen wir so anlegen. Wieso bin ich da jetzt eben nicht hochgekommen? Das ist doch hier zum Hochklettern, oder nicht? Naja, so geht's auch. Okay. Gut, können wir die Krone eigentlich schon wieder fast abziehen. Machen wir auch. So, gerade umtauschen. So, und jetzt müssen wir uns nur links halten. Beziehungsweise wir müssen noch ein paar so Orks vorbei. Aber das werden wir auch schaffen. Hi. Der hat kein Interesse, jetzt kommt er. Und er hat Kohle dabei, die werden wir natürlich auch einstecken. Vorne ist noch einer. Wir bleiben aber hier auf der linken Seite. Da kommt uns auch noch einer entgegen. Der trainiert schon, der hat schon hier. Steht schon mit den Fäusten da. Diese paar Kupfermünzen, die das sich da liegen. Da habe ich jetzt keinen Bock, das einzusammeln. Ich will jetzt zum Dungeon. Ich will jetzt wissen, ob wir das schaffen oder nicht. Ob wir mit Hilfe des Feuerballs diese vereiste Öffnung wieder frei bekommen. Ich habe aber gerade, fällt mir dabei ein, wir haben jetzt noch ein bisschen zu laufen, in der letzten Folge und der vorletzten Folge irgend so einen brutalen Kommentar bekommen. Warte mal. Nicht, dass wir falsch gehen. Doch, wir müssen da vorbei, ne? Wie kann man nur so einen Scheiß spielen? Stand da irgendwie sowas in der Art? Das ist so ein cooles Spiel, ey. Also ich wünschte, es gäbe heute noch so Spiele, natürlich mit moderner Grafik, die aber so wären wie Ultima Ascension. Und irgendwie geht das alles nicht mehr so ganz an mich. Es gibt doch jetzt dieses neue Risen, kam jetzt raus und so, aber so hundertprozentig an mich geht es nicht. Ist definitiv kein schlechtes Spiel, ja? Aber ich weiß nicht. Ultima Ascension war doch viel besser. Hohoho. Was war das? Ach, das war irgendwie so ein komischer Dämon. Keine Ahnung. Take that. Jawohl.
Ja, wie gesagt, also ich wünschte, es würden nochmal so Spiele rauskommen wie Ultima Ascension. Vielleicht auch hier wirklich so oldschool wie Ultima Ascension ist. Also du brauchst eine Karte, ohne Karte siehst du nichts. Und ohne Questfunktion, dass da automatisch auf der Karte markiert wird, wo du hin musst und so weiter. Ich meine, selbst wenn du nicht alles rausfindest, selbst wenn du im Internet danach suchen musst, wie es denn weitergeht, es hat doch trotzdem viel Spaß gemacht, viel mehr Spaß gemacht. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, vor dem Internet, ja, da hast du hier die Softwarezeitung gekauft und da gab es bei jeder Zeitung so eine Lösungshilfe, also so einen Bereich, wo Lösungen, Tipps, Tricks, Cheats waren. Und dann hast du teilweise mit Hilfe von diesen Lösungen in diesem Heft die Spiele nachgespielt und das war richtig cool gewesen. Und ich finde es eigentlich schade, dass es heute alles nicht mehr so ist. Ja, so. Pünktlich, bin fertig mit dem Thema, stehen wir hier vor dem Eingang. Beziehungsweise, warte mal. Den müssen wir natürlich auch noch umnieten hier. So. Okay, und bevor wir das jetzt machen, bevor da wieder irgendwas schief geht, werde ich an dieser Stelle abspeichern. So, dann nehmen wir 155, K155. Wir sind wieder auf Kurs, Leute. Jetzt probieren wir es mal. Ah, ihr seht, es geht schon runter. Und ich glaube, hier geht es rein. Ich glaube nicht nur, ich bin mir fast sicher. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge gehen wir in diese schöne Höhle rein. Also, macht's gut, bis dann.